Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Eisbrecher. Es geht heute um das gleichnamige Set von Vera. Das ist ein 32-teiliges Werkzeugset. Das liegt hier vor uns, da machen wir Unboxing. Da habt ihr mich draufgebracht und habt gesagt, hey Stefan, schau dir das mal an. Das ist ein tolles Set. Und was da drin ist, das gucken wir uns gleich gemeinsam an. Und ja, für einen Preis unter 70 Euro ist das eigentlich ganz nice. Ja? Und was da drin ist, das gucken wir jetzt an und ob das was taugt. Und wenn ihr keins der tollen Eisbrecher-Community-Videos mehr verpassen wollt, dürft ihr nichts riskieren und müsst den Kanal abonnieren. Und schon ganz losgehen, ja, schauen wir mal rein. Hier ist von Kungs, dem finnischen Spezialisten, ein robuster Eiskratzer drin mit Handschuh. Und zwar mit dem tollen Tool Rebell Sticker hier. Und da kann man schön kratzen. Und das Gute ist, der hat einen Handschuh und dann fliegt das Eis hier nicht auf die Hand. Da hat man nicht schon in der Früh kalte Finger oder feuchte Finger, wenn man in die Arbeit geht. Das ist eigentlich ein ganz cooles Gimmick, finde ich. Gerade jetzt in der Zeit passt es gut rein. Deswegen habe ich auch das Video reingeschoben. Ja, Schmarrn. Aber ich freue mich immer über solche Tipps. Ich habe mir überlegt, hey, lass mich jetzt davon Kanten spannen und so. Aber ja, meine Community ist einfach spitze und deswegen glaube ich euch das auch. Und vielleicht liebäugelt ihr auch ja damit, euch das zu holen. Dann hoffe ich, ihr klickt auf den Link da unten und bestellt es darüber. Dann bleibt für mich auch ein bisschen was. Okay, dann ist so ein Bitset mit dabei. Da ist ein Potzi 1, 2 und nochmal einer. Und ein Philips 2 und dann Torx 10, 15, 20, 25 und 30. Und der tolle Rabi-Adaptor, habe ich erst gelernt, mal wieder im Bauforum, dass man den so vorschieben kann. Dann steckt man ein Bit rein, dann entriegelt der automatisch. Ich habe auch ein Video gemacht, das heißt Rundlauf, habe ich erst heute wieder angeschaut. Und da hat mir der Plan C geschrieben, ist gar nicht so wichtig, was für ein Rundlauf, dass die haben, sondern dass die Schrauben auf den Bits gut sitzen und dass man den leicht hier entriegeln kann. Und das ist wohl auch mit dem Rabi-Adaptor der Fall. Also, coole Sache, dieses Bitset. Und außerdem ist noch ein Stainless Steel Hex Plus 6-Kant-Schlüssel-Set mit dabei. Und zwar von 1,52, 2,5, 3, 4, 5. Und dann hier so ein toller eisfarbener Schieberegler. 6, 3 und 10. Ja, das habe ich schon hier in der Variante. Mit den Farben ist auch nicht schlecht. Das seht ihr, die blaue ist schon ramponiert. Ha, da wollte ich mal ein hell Lifehack machen und das Backenfutter von der Bohrmaschine vom Akkuschrauber wechseln und ersetzen durch eins von Röhm. Und dann habe ich das runter gemacht, ist ja links gewinnt, das hat funktioniert, habe geschaut, ah, da ist ein halbzölliges Gewinn, die oben haben wir das richtige Backenfutter zugestellt, dann habe ich es drauf gemacht, habe ich es wohl zu fest anzogen und dann hier wieder runter bekommen, habe ich da wie ein Blöder mit dem Hammer drauf gehauen. Das hat aber alles nicht mehr funktioniert. Und dann ist immer hinten die Kupplung von dem Teil durchgegangen. Also, da war es das mit dem Lifehack, aber jetzt bin ich wieder ein wenig abgeschweift und das soll jetzt gar nicht gehen. Es geht hier um die tollen Stainless Steel, das müsste ja Edelstahl sein, das heißt, der ist dann eigentlich nicht magnetisch. Oh, der ist aber magnetisch. Ne, der ist rostfrei Stainless. Also dann ist das halt ein magnetischer Edelstahl hier. Auf jeden Fall schreiben die, dass das ein hochrobuster Stahl ist und das glaube ich auch, der ist richtig hart und hat gute Festigkeitswerte. Und dann gibt es wieder einen Punkt, da scheiden sich die Geister, und zwar da oben dieser Hex Plus Satz. Laut Vera ist der top dafür geeignet, solche Innen-Sechskantmuttern nicht zu beschädigen. Und da gibt es zwei Lager, eine die glauben das und die anderen die sagen, genau das Ding macht das Teil kaputt. Wie ist das bei euch? Schreibt mir doch mal bitte unten in die Kommentare. Wie kommt ihr denn mit dem Schlüssel da? Ich weiß, es gibt ganz tolle von Swiss Tools. Die sind noch ein Stückchen härter als die. Die können dann aber auch brechen, wenn man richtig reißt. Also hier ist die Zähigkeit noch so, dass das Ding noch nicht abfatzt und eine scharfe Kante gibt, wo man sie schneiden kann. Auch interessant. In welchem Lager seid ihr? Imbus oder Hex Plus? Und wieso? Okay. Und dann schauen wir mal hier rein. Bier Tool Rebel, ja, das ist der Toolbar auf jeden Fall, weil da ist da unten jetzt mal zwei Boxen und das haben wir auch geholt, weil ich habe mir die neue Werkzeugwand gebaut, die könnt ihr jetzt nicht sehen, aber die ist da vorne, schauen wir mal da rein, oh, da unten ist wieder Aufkleber drin, aha, coole Sache, da habe ich jetzt auch schon einige und ja, hat der Hinweis, dass die in Facebook und Insta und eigentlich überall vertreten sind, sondern schauen wir mal noch hier in die zwei Boxen rein. Schön mit so einer Folie. Oh, da ist sogar ein roter Edelstahl. Ja, da hat ja auch einen im Weihnachtskalender. Oh, sehr cool. Und dann, ach, den seht ihr noch gar nicht. Hier ist der Edelstahl. Da war der große Bruder im Weihnachtskalender. Und dann hier
Hatte ich nämlich noch nicht. Tolle Vera-Schlüssel, und zwar mit 25er Torx. Schon allein deswegen hat sie es rentiert. 15er Torx. Ja, und ich sage ja, für den Preis ist das echt fair. Und jetzt machen wir auch nochmal die Probe aufs Exempel, ob die... Ja, die sind auch magnetischer. Ich dachte immer, Edelstahl ist nicht magnetisch. Kommt drauf an, es gibt auch magnetischen Edelstahl. Das hier sind Kiesi für 10. Okay, also da Philips 2 und dann auch hier vorne so laserperforiert, coole Sache. Und hinten mit dem Bild. Also hat sie rentiert. Danke für den tollen Tipp mit dem Eisbrecher. Und ein Gimmick ist noch drin. Ich habe nämlich schon einen ganzen Haufen von diesen Flaschenöffnern. Der ist auch noch dabei. Yeah, buddy. Also, hier 033er Schlüssel ist auch noch drin. Und dann Potzi, ein großer. Ja, eigentlich hat man mit dem Set dann schon ziemlich viel. Philips, kleiner. Und dann hier 3,0er. Wahrscheinlich mal 0,5 oder sowas. 5,5. Und auch wieder ein Torx. Also, richtig cooles Set mit richtig vielen tollen Schraubendrehern. Mit einem Flaschenöffner, mal gucken, den anderen find. Ah, der ist nicht am Start. Ja, ein anderes Mal. Ah doch, der passt nämlich dann auch hier dazu. Also, danke für den Tipp. Ja. Sibo hat auch geschrieben, hey, mach mehr Videos. Das hier ist der mit dem Fluoreszierenden, habe ich schon mit Vera geschrieben, weil der Janus gemeint hat, hey, das wäre doch cool, wenn es so ein Schraubendreher-Set so gibt. Dann haben die geschrieben, nee, weil nur im Weihnachtskalender sind exklusive Dinge drin, so wie der hier. Und dann habe ich gefragt, ob sie Toolboy Edition, und dann ist das alles wieder wegen ausgeartet. Also das ist eine coole Nummer, und vor allem, der hier passt auch zu meinem Bithalter, top der Set. Da bin ich schon wieder sehr glücklich, dass ihr mir das empfohlen habt. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst mir ein Like da. Und dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Nichts riskieren. Abonnieren. Tschüss.